Bam, 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 bam. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hero Zero. Es ist wieder Mittwoch, also die Ärmel hoch und los geht's mit unserem Helden bzw. mit unserer Heldin. Und ich habe jetzt hier noch 14 Fertigkeitspunkte, die ich auf jeden Fall gerne noch wegversetzen möchte. Ich möchte eigentlich Grips weiter höher haben, weil ich die Chancen sehr hoch haben möchte für eben halt kritische Treffer. Kritische Treffer sind in Hero Zero meiner Meinung nach mit am wichtigsten. Ich sehe nämlich oft, wie Helden gegen mich schnell kritische Treffer reinkloppen und ich dann wirklich einen kürzeren ziehe, regelrecht. So, wir haben jetzt hier noch eine Nachricht. Aber natürlich geben wir gerne eine Batterie. Also, natürlich. So, und das alles blinkt auch noch wie wild. Wir haben jetzt hier noch einen weiteren Begleiter. Den nehmen wir aber natürlich nicht. Der kann sich noch zurücklehnen, denn erst ab Donnerstag Nacht beginnt die neue HeroCon und da heißt es Begleiter. Also Begleiter hochleveln und wir werden jetzt nochmal ganz kurz hier gucken, wo ist denn mein Kimba? Da ist mein Kimba, da ist mein Süßer. Die sind natürlich alle schlechter, weil der hat hier natürlich den Steinchen hier drin, ne? Der hat den Stein da drin. Und wir haben zwei Boxen, habe ich mir mal gegönnt, aus dem Secondhand-Shop zu holen. Ich hoffe, ich bereue es nicht, aber ich denke mal, für die Sammlung und sowas wird es auf jeden Fall geil. Und zwar Hau rein Überraschungsbox. Zwei Stück, kein neues. Geil und auch nicht besser. Zwei Stück, kein neues. Dazu sage ich jetzt nichts besser. Haben wir auf jeden Fall schon mal gut wieder was an Epics für die Verkaufs-HeroCon. Wenigstens schon mal etwas Positives. Aber nur etwas. Okay, was haben wir denn heute für Aufgaben? Ligakämpfe, Zeitmission und Humbledore. Humbledore müssen sie sowieso abhängen, wegen eben halt ein paar Kampfmissionen noch in Hollywood. Aber in Humbledore können wir das gerne machen für ein bisschen Erfahrungspunkte. Energie. Kommt von alleine. So. Das ist eine Zeitmission, die will ich jetzt nicht machen. Eine Zeitmission, hat er gesagt. Gut, dann machen wir die. So. Wir sind bei der Saison des Büffels noch immer. In 15 Tagen ändert sich das, beziehungsweise 15,5 Tage ändert sich das aber noch. Das heißt, ich hätte noch ein bisschen Zeit, bis hier hinzukommen. Ich glaube aber nicht, dass ich das ganz schaffe. Leider bin ich hier mit diesen Punkten nicht so gut zur Zeit unterwegs. Aber ich habe die Möglichkeit, bald noch mehr zu spielen. Also noch intensiver. Ich spiele mich sozusagen erst noch ein und werde dann noch ein bisschen höher gehen. Wir haben auch schon gut Stufe wieder gemacht. Wir sind jetzt 437. Also wenn ich das so ausgerichtet habe, wir haben jetzt zwei Ziele für 2021, und zwar das erste Ziel ist ja, Stufe 500 zu werden. Errechnet, ja, mir fehlen noch, wow, unglaubliche 63 Level. Wenn ich überlege, wie viele Wochen, also pro Woche ein Level mache, schaffe ich das dieses Jahr nicht. Mache ich aber eineinhalb Level ungefähr, dann schaffe ich es auf jeden Fall. Also ist es auf jeden Fall für mich machbar. Wenn man überlegt, welches Level ich vorher war, jetzt beim letzten Video und jetzt, das sind, glaube ich, zwei Level. Also eine Woche sollte also hinhauen, denke ich. Und die andere war eben halt, die Fertigkeiten zu verdoppeln. Und ich hatte auch im letzten Video gesagt gehabt, wir gucken mal, wir hatten jetzt, wartet. Wir hatten Anfang des Jahres 107.000 an Fertigkeitspunkte. Wir haben jetzt etwas mehr als 109.000. Ich habe das heute Morgen noch ausgerechnet gehabt, also zusammengerechnet gehabt. Und ich würde sagen,
Es geht, es ist nicht perfekt, aber es geht. Also es ist auf jeden Fall noch viel Potenzial nach oben. Das ist auch sehr, sehr viel möglich, noch nach oben zu rutschen. Aber ja, da ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Ich mache auch immer alles, was ich kann, ne? Also ich suche auch schon immer die Möglichkeit, nach oben zu rutschen, viele Münzen zu holen, so gut es geht, für dann, wenn dann die Fertigkeitskaufs-HeroCon kommt, dass ich da richtig reinkloppen kann für mein Team. Also das ist absolut mein Ziel. Und ich habe ja auch gesagt gehabt, ich rechne dann heute aus, wie es mit meinen Fertigkeitspunkten steht. Das Problem ist, viele Seiten, die wohl der Calculator war, sind jetzt Werbeseiten von anderen Games und sowas. Also ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber die haben da so Sachen reingepostet, die. Ja. Wollen wir mal kurz gucken. Den konnte ich eine Zeit lang besiegen. Wir haben einen Donut bekommen. Das ist doch geil. Ich liebe Donuts. Oh, da haben wir verloren. Schade. Aber egal, machen wir hier weiter. Ja, ein bisschen Kraft muss ich auf jeden Fall mir noch reinwürfeln in meinen Sachen, also beziehungsweise mit der Waschmaschine. Ein Teil war ich nicht ganz so zufrieden. Welches war das denn? Das absolute. Also die waren ja perfekt hier. Die haben Kraft sehr, sehr weit oben mit Intuition und Kondition. Das finde ich sehr, sehr geil. Was ist das hier oder das? Das hier war es, ne? Die Waffe war nicht so geil. Ich versuche halt mehr Kraft reinzukriegen. Und dann passiert das. Und jetzt muss ich nochmal so würfeln, drehen. Und dann kriegen wir 900 Kraft. Schon viel besser. Dann ist das nächste das hier. Und jetzt musste ich den gewonnenen Donut wieder ausgeben, damit ich da nicht den absoluten Mist heute jetzt da habe. Das nächste Morgen ist das. Das versuche ich auch so um die 800, 900 Kraft zu bekommen. Weil ich habe eben halt bei den Duellen gemerkt und bei den Ligakämpfen, die Kraft haut mir leider noch ein bisschen dazwischen. Klar, ich kann das ausgleichen, indem ich mehr Kondition und die ganzen anderen Kramsachen habe. Aber trotzdem habe ich das Problem, dass mir die Kraft fehlt, um dann trotzdem den Schaden zu machen. Also ich muss hier wirklich Grips und sowas alles haben, damit das gut funktioniert. Ich habe zwei Arten von Calculator bzw. von dem Errechnen und sowas. Man rechnet ja eigentlich alle hier zusammen, rechnet und teilt das durch die Stufe. Das kenne ich von früher noch. Also das war vor 2018, das kenne ich daher noch. Da habe ich einen Wert von 75 irgendwas. Also nicht schlecht, aber für mich nicht so bombastisch. Dann gibt es ja auch eine angeblich neuere Rechnung, wo man nur die Grundwerte, also die Grundfertigkeit, halt die Grundwerte hier nimmt. Das heißt hier die 1065, ja, ich habe da 1000 drauf geskillt, weil momentan das ja eh egal ist, weil ich nicht für die Condi-Set-Rüstung wechsle. Warum? Ja, weil meine Condi-Set-Rüstung scheiße ist. Weil ich habe dieses Set genommen und da ist ja auch dieses Plusteil, dies und das Prozent dazu. Also habe ich mir nochmal überlegt, ja, das ist vielleicht nicht ganz so cool, da sollte ich mir auch mal wieder was Neues überlegen. Auf jeden Fall die Grundfertigkeiten zusammen und dann irgendwas teilen oder ich weiß es nicht, weil durch die Stufe nicht. Weil das ergibt dann 85. Meine Stimme geht voll weg. So. Die Stimme sollte jetzt wieder da sein. Ich weiß aber nicht für wie lange, also sollten wir uns beeilen. Also, wie gesagt, die Rechnung, das ist ein bisschen nicht so meins gerade. Von der alten Rechnung hätte ich 75. Also 75 Komma sowieso, es ist immer eine Kommazahl. Also nicht unbedingt schlecht. Ja. Yeah. So, hier haben wir auch fleißig gearbeitet. Ich habe sogar bei den Heldentaten fast alles weg von den Motivationseinheiten. Das läuft richtig gut. Das mache ich einfach, wenn ich so kaum Zeit habe, mache ich einen Timer. Aber ansonsten mache ich das hier. Was machen wir eigentlich jetzt? Bei der Grips?
Ja, 15 Minuten, das kriege ich doch hin. Das nicht, das auf jeden Fall. Das, was am meisten halt bringt. Momentan haben wir ja auch noch die HeroCon dazu. Das heißt, wir müssen, wie im letzten Video erklärt, hier diese Abschnitte erreichen. Diese Rucksäcke, sage ich jetzt mal, und Beutel und Taschen, ne? Beutel, Rucksack. Tasche, es kommt immer auf die Form und Größe an. Das immer zu erreichen, ergibt Punkte für die HeroCon. Wir sind zurzeit so zwischen 3 und 2er Rang, also Stufe, ne? Und da haben wir das dann auch. Gut. 7 haben wir noch. Dann warten wir noch ganz kurz auf den. Dann gehen wir hier weiter. Zurzeit kriege ich kaum Angriffe auf mein Heldenversteck. Ich will mich nicht beschweren oder sowas, aber es ist ruhiger geworden und die letzten habe ich ziemlich gut gewonnen, außer einmal hier wieder verloren. Aber ansonsten geht es hier sehr gut durch mit Gewinnen. Also die Verteilung ist wirklich sehr, sehr gut. Und können wir nochmal direkt Kondition anstellen. Gleich dann. Hier das nächste machen. Gut, das haben wir dann. Gucken wir mal hier die Kämpfe. Wie sieht es hier aus? Oh, das können wir ja auch locker machen. Was gibt es heute hier? 4 Fertigkeitspunkte, sehr geil. Und wir bekommen gut Erfahrungspunkte. Ja, gut. Das kriegen wir dann für die Verkaufs-Hero-Con. Sehr schön. Ja, nehmen wir mal 19. Ah, geil, so viel Superkleber und alles, das ist richtig schön. So, haben wir hier noch? Ab da, okay. Dann nehmen wir hier so viele. Haben wieder 17 Punkte, also Ruhmpunkte bekommen, aber auf die Ruhmpunkte achte ich gar nicht mal so sehr, muss ich sagen. Das ist so ein beiläufig. So, da haben wir schon mal die Fertigkeitspunkte, die Erfahrungspunkte, meine ich. Zur nächsten Stufe brauchen wir gar nicht mehr so viel. Das könnte ich heute sogar noch schaffen. Also nicht jetzt hier im Video, aber ich könnte das heute schaffen. Also, das ist auf jeden Fall machbar. So. Komm schon, gib mir mehr. Ich möchte gerne die Fertigkeitspunkte bitte haben. Da sagt er nein. Und ich sag ja. Da haben wir die 4 Fertigkeitspunkte schon mal. Das sind ja 4 Fertigkeitspunkte. Ich habe ja errechnet, wenn ich das meine Fertigkeitspunkte verdoppeln möchte, muss man ja pro Tag Unmengen an Fertigkeitspunkte halt machen, über 300. Das ist schwer für mich, weil ich ungern Donuts ausgebe. Das ist mein Problem. Ich gebe ungern Donuts aus, aber wenn ich eine Gelegenheit sehe, die sich auch wirklich lohnt, werde ich das machen. Boxen und sowas für Donuts kaufen, wird dieses Jahr auch noch passieren, auf jeden Fall. Alleine auch, weil ich auch im Team gerne das fertig ausbauen möchte. Und wenn das fertig ausgebaut ist, bringt das mir ja auch persönlich mehr. Ja, das ist ja der Vorteil, wenn es mir dann persönlich mehr bringt, mehr eben halt Belohnungen, mehr Erfahrungspunkte und und. Das ist ja dann auch noch mal ein schöner Boost und ich denke, da wäre es schon mal sehr nice, wenn wir das hinkriegen könnten. Okay, machen wir die Fertigkeitspunkte jetzt hier. Machen wir hier die Punkte hier. Kommt schon noch zweimal, noch einmal. Einmal noch, bitte. Ja, machen wir so. Zack, fertig. Haben wir geholt. Super. Haben wir das für heute auch schon mal geschafft? Und hier ist irgendwie Ausrufezeichen. Ach, seht ihr, die haben wir noch nicht fertig hier. Die Motivationseinheiten fehlen mir noch. Die kann ich ja dann auch noch easygoing machen. Sehr schön. Und dann können wir das hier jetzt auch einsetzen. Dann dürfte das schon fertig sein. Hervorragend. Und in 9 Minuten bzw. 10 Minuten kann ich da auch weitermachen. Dann haben wir schon wieder 5. Da kriegen wir jetzt 2. Also wir haben jetzt 5 Fertigkeitspunkte, die wir verteilen können. Das ergibt aber keine 5 zu 5, sondern das waren jetzt 2. Das waren 3, das heißt, wir haben jetzt schon 5 insgesamt. So, dann haben wir noch wieder 2, das sind dann 7.
Dann haben wir 3, das sind dann 10, das heißt, wir haben das jetzt verdoppelt. Und jetzt haben wir nur einen bekommen. Das heißt, wir haben 11, von 5 Fertigkeitspunkten haben wir 11 schon bekommen. Also das ist geil. Wenn man Glück hat, schafft man richtig viel am Tag. Also wenn man wirklich Glück hat. Wäre komisch, wenn das wirklich alles vorgerechnet ist, ne? Also dass das nicht absolut random ist, sondern irgendeinem Muster folgen würde. Das wäre wirklich, glaube ich, sehr komisch. So. Yes. Das machen wir auf jeden Fall. Das überspringen wir aber auch gleichzeitig. So lange warte ich nämlich nicht. Meine Geduld ist nicht ganz so lang. Und werden hier, der endet heute, ne? Hält noch bis heute 8 Uhr. Ja, ist gleich zu Ende. Den werden wir uns auf jeden Fall nochmal snacken. Dann ist er bis zum 20. Und der geht noch bis zum 24. Also der ist safe. Ich muss nur gucken, dass ich immer die Donuts dafür auch wieder reinhole. Heute habe ich theoretisch einen Donut geholt schon. Ich hoffe nur eben halt, dass es sich irgendwann auch mal mehr lohnt. Am Tage. So. Den überspringen wir auch. Und bitte Donut. Ach. Ich möchte doch Donuts. Mano. Wie viele müssen wir machen? 9. 9 fährt über. Können wir gleich schon um die Batterien bitten, sehe ich gerade. Immer noch kein Heldentort. Moment. Der gibt 18 auf 12. Der gibt. Das ist ja. Moment, die drei können wieder geben. Sehr schön. Brauche ich nämlich auch jeden Tag. So, halbieren wir das einfach mal. Okay, weil ich habe nämlich das Problem, bei mir funktioniert die Flimmerkiste hier nicht. Also diese Werbung gucken funktioniert bei mir nicht. Auf dem Handy funktioniert sie auch nicht immer. Da sagt er dann, konnte nicht geladen werden, aber nach einem bestimmten Timer kann ich dann einlösen klicken. Ist wenigstens so eine Art Trostpreis, dass da die Werbung zurzeit wohl bei mir nicht funktioniert. Ist also nicht ganz so schlimm. Okay. Und zurzeit Wurfwaffen habe ich auch keine. Ich bin ja hinter der Heldentat hinterher. Und zwar 40.000 Missionen. Wir sind jetzt bei 38.836. Ich hoffe das nächste Mal, dass wir schon die 39.000 haben. Und ich kann wieder angreifen. Machen wir auch direkt. Okay, sehr nice. Ich bin übrigens mit der Ehre schon ziemlich weit. Ich finde, das geht schon gut auf die 500.000 zu. Allerdings werde ich jetzt auch öfter hier angegriffen und verliere auch gut was. Weil umso höher ich komme, umso näher komme ich den ganz Starken, die mich halt besiegen können. Und die kriegen dann gut noch Erfahrungspunkte dann durch mich. Hier können wir noch nicht wieder. Hier kriegen wir gute 300 nochmal. Zack. So, wunderbar. Hier bin ich zurzeit im Heldenversteck am Ausbauen. Einmal die Zeonitmine. Die ziehe ich ja so hoch, so gut es geht, damit ich mehr natürlich hier bekomme. Apropos, sollten wir mal umtauschen, weil hier das Gleichgewicht ist ja überhaupt nicht da. Also hier über 5 Millionen und hier noch nicht mal eine 500.000 ist, da tausche ich ab und zu mal halt um. Und ich baue weiter aus, weil ich ja jeden Tag so viele Ligakämpfe, wie ich kann, eben halt mache auch. Nur manchmal verliere ich dann öfter mal. Das ist halt, weil ich keinen anderen Gegner habe und der eben halt sehr stark ist. Passiert. Und zwar habe ich jetzt hier das wieder zum Ausbauen, damit ich eben halt mehr Belohnung durch die De Duelle und Ligakämpfe mache, weil da eben halt ich mir meine Kohle auch sehr viel hole. Danach habe ich aber überlegt, noch hier erhöhte Münzbelohnung in Mission zu machen. Den kann ich noch dreimal ausbauen, den Raum. Aber der ist eben halt auch echt teuer schon. Und ich habe den Superkleber immer einfach nicht. Und der hier ist ja nun wirklich sehr, sehr teuer noch. Weil der geht auch. Gut, ich mache den jetzt auf 13 von 25. Also da ist noch viel Luft. Okay.
Dann haben wir das schon mal. Die Booster haben wir ja erweitert. Hier der Booster, ich bin mir noch nicht sicher. Also für mich lohnt der sich nicht so. Also eigentlich wäre er schon gut. Aber ich will halt, weil ich habe nicht so viele Donuts, deswegen will ich immer gucken, dass ich die beiden auf jeden Fall halte. Weil ich schaffe die Energie jeden Tag fast komplett, die 300 jeden Tag. Sonst habe ich noch nicht mal immer die Hälfte geschafft. Meistens habe ich hier gerade mal 100 oder so und dann war es das. Aber die letzten Tage wirklich ist das sehr, sehr gut gelaufen und das macht auch richtig Spaß. Und nebenbei mache ich auch die von Shakes & Fidget, die Dungeons und sowas. Also das läuft eigentlich schon richtig schön reibungslos jetzt. Aber das funktioniert auch nur, weil ich keine Solo-Let's Plays oder sowas mal mehr mache. Und abends halt streame, beziehungsweise Dienstag und Donnerstag geplant und random auch mal abends nochmal einen anderen Tag oder am Wochenende. Aber dadurch habe ich dann jetzt hier mehr Zeit für und für andere Projekte, wie zum Beispiel Spiele testen und sowas alles, beziehungsweise mir mal alle Sachen angucken. Gut. Ich denke, wir haben alles. Ich habe, wenn ihr den aktuellen Calculator bzw. den Fertigkeitsrechnung habt, schreibt ihn gerne mal in die Kommentare unten. Denn ich habe nur den alten gefunden und der. Ja, ist halt ein alter. Vielleicht gibt es ja noch einen ganz aktuellen, vielleicht von 2020 oder sowas. Das wäre nice. Schreibt ihn bitte mal in die Kommentare. Nächste HeroCon. Wisst ihr Bescheid, ist mit Begleitern. Das findet ihr immer schön brav im Forum unten, habe ich auch verlinkt. Da könnt ihr unter News dann die letzte Seite, das ist der zweite Thread, und zwar geht es da um die HeroCon, eine aktuelle HeroCon, da könnt ihr dann auf die letzte Seite machen, denn auf der letzten Seite steht das, was immer als nächstes kommt, und das ist recht früh immer drin, also das kann man herausfinden, bevor sogar ich dieses Video rausbringe. Weil ich bringe das ja jeden Mittwoch raus. Und die bringen das eben halt ein paar Tage schon vorher raus. Nur damit ihr Bescheid wisst. Falls ihr euch immer auf eine HeroCon länger vorbereiten müsst. Wie zum Beispiel die Verkaufs-HeroCon. Da muss man ja richtig Zaster, beziehungsweise hier richtig an Sachen hier haben, damit man Zaster kriegt. Um dann nämlich die HeroCon, Fertigkeits-HeroCon kaufen und so was. Ich rede jetzt 1000 Wörter noch, bevor ich jetzt hier aufhöre. Nein, Spaß. Okay. Wusa. Könnte ich eigentlich noch Ruhm holen, ja? Mach ich doch mal hier. Zack. Apropos Ruhm, wie weit bin ich eigentlich? Auf 14. 56% schon ausgebaut. Sehr cool. Gut, ich habe jetzt mich noch nicht so rein hier gefuchst, dass ich jetzt unbedingt Ruhm haben muss, aber der Höchste hat über eine halbe Million. Ja, ist auch schon bei 65% Ausbau, also da, wow. Gut, aber wer viel kämpft und alles, ne, der kriegt viel Ruhm und allen drum und dran und auch wenn er Glück hat, hier ein bisschen Zeugs, aber ich krieg hier eigentlich so gut wie nie was. Da. Ich kriege eigentlich nie was, aber das hätte ich gern. Das hätte ich echt gern. Das hätte ich echt gern gehabt, ja. So. Da kriegen wir ein klein wenig was. Und hier kriege ich wieder nichts. Schade. Aber gut, jetzt müssen wir jede Menge Bots wieder nachbauen. Das ist immer der Nachteil, wenn man viel kämpft. Dann hat man für den nächsten Tag, wenn es dann wieder um die ganzen Sachen hier, die man bekommen kann, geht. Hat man dann nicht immer genug Bots. Also da komme ich immer nicht so ganz hinterher, weil bei mir das immer 2 Stunden dauert, bis 18 Stück gerade mal fertig sind. Oh, apropos fertig. Hier ist die Zeitmission fertig. Sehr nice. Holen wir uns die Brille, können wir nämlich zusätzlich noch verkaufen. Da haben wir auch schon das fertig. Wunderbar. 5 von 9 haben wir auch schon, kriegen wir auch heute fertig. Das heißt, das wird auf jeden Fall. Wenn ich dranbleibe, heute auf jeden Fall noch ein Level up. Sehr nice. Das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, wir hören jetzt hier auf. Ich mache jetzt in Ruhe alles weiter.
Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi!